Ja, muss ich gucken, wie ich das regel dann. Also theoretisch könnten wir das Ganze Leichtöl, wenn wir daraus nicht Blöcke machen, ja auch zu Petroleumgas umwandeln und dann hätten wir noch mehr davon. Also, ich weiß nicht, wie viele blaue Chips wir später noch brauchen, aber ich denke, wir haben so schon zu viel Zeug. Also was, ne, das angeht. Ja, ich lasse einfach so weiterlaufen. Trotzdem könnte ich die Sachen hier schon ein bisschen mehr bauen. Wir haben hier Chunks of Sapphire, ja. Die Leichen werden auch zerlegt. Chitin. Gab es die Chitinmauer überhaupt? Ja, gab es. Und die hat mal eben richtig viel mehr. Das heißt, ich könnte die Chitinmauer dann nutzen für. Also diese richtig großen Mauern, die wir haben. Wir haben ja einmal hier. Zack, weg damit. Also die Mauer hier. Die werde ich nicht so schnell komplett aus Tungsten machen können. Und schon gar nicht in vierfacher Reihe und was weiß ich. Das heißt, die innere Reihe können wir versuchen, nach und nach durch Tungsten zu ersetzen. Wobei ich das Tungsten eigentlich lieber für die Außenposten nutzen sollte. Und die äußeren drei Mauern könnten wir dann mit Schienen machen. Aber, ne, dazu brauchen wir erstmal die Monsterfalle. Das heißt, ich werde mich hierum jetzt noch nicht kümmern. Apropos Monsterfalle. Gucken wir doch mal. Was fehlt hierfür? Polished Emeralds, ja. Gucken wir doch mal, wie viel Munition wir zusammenbekommen. Weil ich brauche gar keine Munition für die Monsterfalle. Ja, sicher ist sicher. Da. 7 Stück. Bau bitte nicht Tank Battery. Oh, ich habe nicht genug Kobalt, okay. Ja, stimmt. Ein so ein Magazin braucht 25 Balken. Und das hier ist nicht gut. Das müssen wir, glaube ich, zur lila Kiste machen. Weil das ist sonst so schnell verstopft, das geht gar nicht. Ja. Go. Nom, 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 nom. Sehr geil. Jetzt könnten wir echt darüber laufen. Ich habe übrigens sagen lassen in den Kommentaren, dass mit den aktuellsten Ditec-Versionen, ich hänge ja momentan ein oder zwei hinterher, dass da noch mehr Upgrades eingefügt wurden für die Roboter. Das klingt schon mal sehr interessant. Also ich bin echt versucht, das Update jetzt zu machen. Also sowohl das Vanilla als auch das Ditec mit allen 4 Untermodulen und was weiß ich. Problem, was ich bisher dabei nur immer hatte, wenn ich Ditec gepatcht habe, ist, war irgendwas kaputt. Also entweder sind Maschinen total anders gelaufen als vorher oder die Ressourcen waren anders. Und so wirklich. Naja, doch, wir haben inzwischen schon wieder 35.000 Eisen. Also es stabilisiert sich langsam. Wobei ich erstmal dafür sorgen wollte, dass wir auch wieder genug Chips haben oder sowas. Aber wenn das einigermaßen stabil läuft, dann könnte ich zwischen den Folgen mal ein kleines Update machen. Also Chips, warum haben wir keine grünen Chips im System, sondern nur ein paar rote und ein paar blaue? Wir haben hier fast überall die tollen neuen Fabriken. Ich hole mal kurz. Wo sind die Fabriken? Die Fabriken bauen? Ernsthaft? Oh. So eine Mauer. Fabriken, die Fabriken bauen. Bestimmt schon dreimal. Ah, hier. Ja, damit. So, jetzt baust du bitte nicht hier, sondern du baust bitte davon ein paar. Wir brauchen dafür normale Capacitors. Die habe ich gerade hier angefangen zu automatisieren, ne? Ja. Gib mal her. So. Zack. Zack. Nee, nicht so viele. So, 14 Stück. Das könnte erstmal eine Weile reichen. Also, ist genug Draht durchgehend da. Kupfer ist durchgehend drin. Das wird schnell genug rausgetragen. Es könnte schneller laufen. Du bist auch noch keine ganz schnelle Fabrik, ne? Okay. So. Dich mal ersetzen, dich mal ersetzen. Jetzt versuche ich es auszureizen, dass möglichst schnell Draht hergestellt wird. Wahrscheinlich dann auch mit ganz schnellen Ärmchen. Oh nein, nein, nein. Ich habe gerade alle falsch rum gemacht. Genau, die müssen so rum zeigen.
Nein. Die müssen so rum, so rum, so rum. So rum. So rum, so rum. Jetzt ist alles richtig. Zwei nach rechts, einer nach links. 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 Ja, ist soweit alles richtig. Du. Na. Hakt ein bisschen, aber scheint soweit zu klappen. Also zwei grüne, drei blaue. Und zwar die blauen. Also die Zweierblauen. Wie schaut es dann hier aus? Da haben wir auch wieder Probleme mit den Ärmchen. Okay, das heißt, ich flitze jetzt kurz los, hole mir noch mehr Module. Währenddessen baue ich tolle Ärmchen. Ich sollte mir mal hier ein paar blaue holen, damit ich die nicht alle selber herstellen muss. Ja. Dann Module, genau. Ein Stack zweier Module bitte. Könnte auch auf Dreier gehen, aber das ist glaube ich ein bisschen Overkill. Zweier müsste genau okay sein. So, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Okay, überall schnelle Ärmchen. Jetzt hier. Hier genau andersrum. Einer raus, zwei rein. So. An seinen Ärmchen sollte es jetzt nicht mehr liegen. Eisen kommt genug rein, Draht kommt schnell genug rein, Chips kommt schnell genug raus. Wir sind schon durcheinander. Muss alles schön ordentlich und gleichmäßig sein. Zack, zack, zack. So, was sagen die Kisten? Kisten sagen, ganz, ganz unten eingequetscht sehe ich in der untersten Reihe grünen Chips, die kurzfristig nach oben gesprungen sind und sich kräftig nach oben arbeiten. Da habe ich eben gerade schon 200 gesehen. Ja, springen wir wieder nach unten. Aber ist auch verständlich, die werden ja auch mal wieder verbraucht, das ist okay. Die Kisten hier sind... Oh, die brauchen wir gar nicht mehr, fällt mir ein. Ja, Moment. Eigentlich sollte es ja direkt von hier nach da geliefert werden, wenn es gebraucht wird. Ich teste mal, was passiert, wenn ich die Kisten wegnehme. Dann müsste sich ja eigentlich hier stauen. Warum hast du kein Eisen? Ach, weil die eine 50 haben wollen. Ja, das ist nicht gut. Mach mal 200. So, 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 so. Damit sie immer einen etwas größeren Puffer haben. Es klappt. Es klappt super. Ich habe dann aber keinen Vorrat an Kupferdraht. Das heißt, wenn irgendwann mal Kupfer ausläuft, ist instant Stillstand. Will ich das? Das ist eine gute Frage. Alternativ könnte ich auch hier zwei rote Kisten hinmachen, aber nur langsame Ärmchen, die es rausnehmen. So müsste immer noch genug da sein, um die, ne, Fabrik durchgehend laufen zu lassen. Wow, geht das schnell. Ja, grüne Chips sind jetzt schon in der fünften Reihe von oben angekommen. Hm. Ich teste es einfach mal. Wenn es dann später nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, habe ich das dazu gelernt und dann ist gut. Also wir haben jetzt nur Eingangskisten und das Rübergelegt-Gedöns. Wie viel Kupfer kommt da rein? 200. Ja. Das heißt, wir bräuchten jetzt Was? Ja, wir müssen diese Dinge hier auf jeden Fall schnell machen. Weil die versorgen jetzt alles andere, was Draht braucht. Also sowohl die roten Chips als auch die blauen. Das heißt, wir machen hier das gleiche. So. So. Und Ärmchen. Rein, rein. Raus, 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 raus. Okay.
Heißt, wir müssen jetzt ein Auge behalten. Oh. Wir müssen jetzt ein Auge behalten auf unsere Drahtvorräte. Welche Drahtvorräte? Wir haben keine Drahtvorräte. Gut. So, wirf das mal da irgendwo rein. So. Jetzt Drahtvorräte. Da, 1600, die ich gerade reingetan habe, ja. Gut, also, ne, dritte Fabrik eventuell noch. Aber solange die Grünspiele erstmal da sind, ist alles gut. Eisen ist bei 37.000, Kupfer bei 45.000 immer noch. Das kann ich so laufen lassen. Ich muss aber auch bedenken, ich forsche gerade nicht. Und wenn ich nicht forsche, brauche ich wesentlich weniger Ressourcen. Das ist soweit also schon mal okay. Kupfer. Erz wird gerade hier weniger. Das heißt, oben ist wieder irgendwas durcheinander. Sollte ich kurz... Was? Warum wird da nichts hinsortiert? Eigentlich müsste das doch... Das ändere ich mal kurz ab. So. Das ist irgendwie einfacher. Du hast noch 6.000, du hast noch 31.000, du hast noch 3.000. Ja, sollte also noch halten. Ist jetzt trotzdem schon mal noch ein Drill dahin. Mit Speedmodulen. Speedmodulen. Oh. Nicht auf die Seite. Setz dich dann lieber hier hin und helf auf der Seite mit, sodass die drei hier die Arbeit machen wie der eine auf der Seite ohne Speedmodule. Das ist echt krass, wie viel Unterschied das macht. Ich brauche unbedingt den 6er Drill. Dann brauche ich echt nur einen einzigen. So, also hier stockt es, ist okay. Wir haben durchgehend wieder Erz drauf. Alles super. Forschung lass ich erstmal schleifen. Wir hätten noch Forschungsdinge. Aber ich glaube, ich nehme erstmal mehr Speed. Das sind nur 150. Ja, mach mal Speed. Weil dadurch, dass sie schneller sind, hält ihr Strom länger, richtig? Weil sie verbrauchen das ja pro Minute. Ich weiß es immer noch nicht, was das M steht. Als ob das jetzt Meter oder Minute oder ne, was auch immer sein soll. Ist hier alles okay? Ja, der hintere Wagen wird immer noch nicht gefüllt. Kann ich nicht ändern. Und leer. 21, 22, 23, 24. Also wir könnten hier noch ein bisschen was abschaben bei seiner Aufenthaltsdauer. Oh, 30 Sekunden. Achso, lass mich mal einsteigen, danke. Dann spare ich den Weg. Das hier sollten wir bei Zeit noch ausbauen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir inzwischen wieder einen Stack von den Solaranlagen haben. Und das sieht echt nicht gut aus hier. Ja, also ich sollte schon mal die nächste Basis vorbereiten. Das dauert ja eine Weile. Das da kommt weg, das da kommt weg. Kobalt. Na, sagst du was? Wir könnten... einen Drill dahin bauen. Strom ist ein Problem. Na gut, und einen Drill dahin. Mit Strom vers... Oh, mich ganz schön ist dabei. Achso, die Sachen wollte ich noch wegschmeißen. Mist. Und bauen wir ein paar davon. Strom? Ich sehe keinen Strom. Okay, dann bau bitte das da. So. Dazwischen einfach. Das kommt alles auch dahin und wird dann auch wegsortiert. Ich muss die Kisten zu lila Kisten machen, das geht echt nicht anders.
Gerade wenn jetzt verschiedene Ressourcen ankommen, dass das alles einfach ins Lager dann reingeschmissen wird, wenn es nicht irgendwo gebraucht wird. Ja.